Ja, man denkt ja immer, Wissenschaft, das ist Planung, Konzeption, man weiß genau, wo man hin will. Und dann, tja, dann kommt der Zufall. Der Zufall und Albert Einstein. Die Formel für Erfolg. Die haben ein unglaubliches Dusel gehabt. Die haben nämlich den Stern entdeckt, der am weitesten bis heute, am weitesten von uns entfernt ist. Also ein Einzelstern, also wo man richtig weiß, das ist der Stern, der für die Helligkeit verantwortlich ist. Ich meine, es gibt ja viele Sterne im Universum. Es gibt 100 Milliarden Sterne pro Milchstraße. Es gibt 100 Milliarden Milchstraßen. Und wenn man so Objekte beobachtet, die weit von uns entfernt sind, dann sehen die eben aus wie, ja, wie helle Flächen. Da kann man keine Einzelsterne sehen daran. Aber denen ist das gelungen. Ein Objekt, das 9,9 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Das Universum war noch ganz jung damals, also ganz, ganz jung. Wie kommt das? Denn die Helligkeit eines solchen Sterns nimmt ja mit dem Quadrat der Entfernung ab. Und wenn der also als einzelner Stern zu sehen ist bei so einer Riesenentfernung, dann muss der ja abartig hell sein. Der muss ja billionenfach so hell sein wie unsere Sonne. Oder es gibt einen Mechanismus, der seine Helligkeit irgendwie verstärkt hat. Könnte sowas geben? Gibt es irgendwas auf dem Weg von diesem Stern zu uns, das die Helligkeit des Sterns verstärkt hat? Den gibt's. Und zwar ist es die dunkle Materie. Wenn sie Lichtwege verformt, dann müsste man mit Hilfe von Galaxienhaufen, das sind ja sehr große Objekte, von einigen 10 Millionen Lichtjahren Ausdehnung, müsste man das Licht von weiter dahinter liegenden Lichtquellen natürlich dann durch diese Galaxienhaufen als Gravitationslinsen verstärkt sehen. Und damit werden die Prognosen der allgemeinen Relativitätstheorie nicht nur bestätigt, sie werden zu einem Instrument. Man macht aus der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein praktisch ein Einstein-Teleskop. Und das Tolle an der Gravitationslinse ist, das gesamte Licht einer Lichtquelle wird angehoben. Also nicht irgendwie nur die Radiostrahlung oder nur das Optische oder nur die Gammastrahlung, sondern die gesamte elektromagnetische Strahlung, die wird verstärkt durch die Anwesenheit einer solchen Masse. Und nun ist den Kollegen bei einer solchen Begutachtung eines Objektes, nämlich des Galaxienhaufens J1149+2223, der genau zwischen uns und einem dahinterliegenden Objekt liegt, Folgendes passiert. Dieser Cluster, der liegt bei 5,5 Milliarden Lichtjahren entfernt. Das ist ein Galaxienhaufen, also hier dieser J und so weiter. Dahinter ist aber noch ein Objekt und das strahlt. Dieser Galaxienhaufen wirkt wie eine Gravitationslinse und dahinter ist ein Objekt, dessen man habhaft werden sollte mit Hilfe der Gravitationslinse, weil da sah man schon, dass da eine Supernova explodiert war und damit ein Objekt, das von Haus aus sehr hell ist. Man dachte also, mit dieser Gravitationslinse könnte man diese Supernova ein bisschen genauer beobachten. Fein, man sah aber zwei helle Punkte. Nicht nur die Supernova, sondern war das was anderes. Und das Irre ist jetzt, dieses andere, das hätte man eigentlich gar nicht sehen dürfen. Also wenn es nur um die Gravitationslinse der dunklen Materie alleine gegangen wäre, der großräumig verteilten dunklen Materie, dann hätte das eigentlich wäre die zweite gar nicht aufgetaucht. Die zweite ist nur deshalb aufgetaucht, weil offenbar in diesem dunklen Materiehalo einige der Objekte ausgebrannte Sterne sind. Präzise, ein schwarzes Loch von drei Sonnenmassen. Der Überrest eines Übersterns. Drei Sonnenmassen, das bedeutet, wie wir alle wissen natürlich, der ist höchstens 9 Kilometer groß. Ja, Sternreste, die als schwarze Löcher so vergehen, die haben, wenn sie eine Sonnenmasse haben, haben sie eine Ausdehnung von 3 Kilometer. Der muss drei Sonnenmassen gehabt haben, eine Ausdehnung von 9 Kilometer. Woher man das weiß? Weil man genau sehen kann, wie die Helligkeit des Sterns aufgeht und wieder runtergeht. Da zieht also nicht nur ein riesengroßer Halo vorbei, sondern man sieht auch noch zusätzlich die Linsenwirkung einer Mikrolinse, die dann nochmal die Helligkeit des Sterns erhebt, sodass es insgesamt zu einer Verstärkung um den Faktor 2000 kommt. Praktisch wie bei einem Optiker, der nicht nur so eine Linse am Auge hat, sondern in dieser Linse noch eine kleine Linse dabei hat, die nochmal besonders verstärkt. Vergrößert sozusagen. Der Hammer. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, könnte man
Wie wahrscheinlich ist denn sowas? Dass man einen Einzelstern in einem Abstand von fast 10 Milliarden Lichtjahren beobachten muss. Ne? Naja, also wie gesagt, wenn das Schwarze Loch hier unten vorbeigeflogen wäre, dann wäre das Licht nicht verstärkt worden oder da oben. Und es hätte ja genügend Platz gehabt. Das ist ein Riesendusel. Also normalerweise die Linsenwirkung von so einem großen Halo, das ist ein Faktor 50. Aber hier bei diesem Stern kam es also noch durch das Schwarze Loch zu einer zusätzlichen Verstärkung, dass sich insgesamt also ein Faktor 2000 ergab. Die Prognose der allgemeinen Relativitätstheorie ist ja eine Prognose, die man nicht im Experiment überprüfen kann. Also wir können keine Experimente machen mit irgendwelchen super Sonnenmassen. Ja, geht ja gar nicht. Das heißt, man ist bei der Überprüfung der allgemeinen Relativitätstheorie immer aufs Universum angewiesen. Das Experiment, das hätte es möglich gemacht, im Labor alle Parameter zu kontrollieren, deren man habhaft werden kann, um auch Störungen zu vermeiden. Und dann kann man das reine Phänomen im Experiment studieren. Bei der Beobachtung, tja, da ist man darauf angewiesen, was das Universum einem gibt. Und was gibt es uns? Licht, elektromagnetische Strahlung. Wir können nur schauen, im besten goetheanischen Sinne übrigens, schauend in die Welt zu blicken und können dann dieses Licht analysieren und kriegen dann die Informationen über das Universum. Da muss man schon Glück haben. Ich meine, natürlich wissen wir, wenn wir unsere Teleskope an den Himmel richten, was wir da ungefähr erwarten können. Aber manchmal gibt es eben auch große Überraschungen. Und diese Überraschungen zusammen mit dem Glück, die sind auch das Salz in der Suppe einer solch tollen Wissenschaft wie der Astronomie.